Reden wir mit Ihnen, mit Dan und Lizzie. Hallöchen. Ich bin's, Jesse, beziehungsweise Zwergi. Was ist mit euch? Ja, erstmal zur Torque Dog Situation befragen. Du hast Torque Dog gehasst? Woher wissen wir das? Okay, das können wir mal fragen. Woher kommt das? Nicht so der Torque Dog Fan. Nicht die netteste Person. Ah, okay. Was war in seinem Inventar? Okay, das haben wir irgendwie schon gesehen, aber fragen wir sie mal. Vielleicht wissen wir es. Vielleicht wissen sie es und damit sind sie schuldig. Wieso er? Wie sollte er der Erste sein, der stürmt? Ja, seltene Items könnten schon irgendwie einen Sinn haben für irgendjemanden, den zu töten. Ja, das Spiel geht weiter. Wir befragen die Leute. It's all tangled up, but it sounds like Torque Dog claimed to have some sort of rare item. Ja, rare Items. Dann schauen wir uns weiter um. Stampy Cat und Stacy Place. Stacy Place. Ich habe Ideen. Ich habe da so meine Theorie, was das für Leute sein könnten. Hey, mein Name ist Zwergenfürst. Und dein Name ist Stacy Place. Zwergenfürst ist auch mein echter Name. Hey. Und du heißt auch wirklich Stacy Place. Was war in seinem Inventar? Mal ganz ermittlungstechnisch mal fragen. Berüchtigter Dieb. Oh, okay. Das ist er auch noch. Wer würde Torque Dog töten? Wie würdet ihr das zumuten? Cluedo wird gespielt. Da müssen wir mal in alle Richtungen ermitteln. Minecraft Cluedo. Dieb. Fragen wir mal mehr. Sherlock ermittelt. Ist also nicht der sympathischste Typ und gleich noch ein Dieb da und drauf. Ah, verstehe, warum man den vielleicht nicht ganz so sympathisch findet. Okay. Dann haben wir auch irgendwas rausgefunden. Stampy Cat. Es ist bestimmt deren richtiger Name. Okidoki. Dann reden wir noch mit Cassie und Sparkles. Sparkles. Hey, Sparkles and Cassie Rose, yeah? Yep. Ja, sie Cassie Rose, Captain Sparkles heißt er. Ich hab den Namen wirklich schon mal gehört. Ein bekannter Name, aber die anderen Namen hier habe ich noch nicht gehört. Wieso würde ihn jemand töten? Ermitteln wir mal und denken nicht zu viel über die Namen nach. Kratzbürstig, auch ein schönes Adjektiv.
didn't really know him. I don't want to say anything mean about a guy that's not here to defend himself, but, well, you met him, right? Prickly is kind of an... Ich habe ihn nicht wirklich kennengelernt. Das war nur sehr, sehr kurz. Ich hatte nicht sehr viel Zeit dafür. Cassie, you seem pretty upset about people wanting to poke around Torquedo's inventory. Oh. Mal weitere Hinweise für die ganze Situation hier, für unser Spiel. Ich weiß es nicht, wirklich ein Spiel, ist jemand so wirklich gestorben hier im Spiel, aber... Cluedo. Was läuft denn mit Lizzie und Tork? Okay. Frage, Antwort, Spiel geht weiter. Ja, wir sind mit den Detektiven. Ich habe mit Stacy gehört. Zufall? Zufälle gibt's nicht. Nein. Kann nicht sein. Get anything out of them? Found out this group has a whole lot of secrets they're keeping from each other. Diese Gruppe hat einige Geheimnisse. So, Torque Dog was a thief, and he supposedly had something rare, but... Die ist mir nicht ganz koscher, diese Gruppe hier. Es ist ein bisschen viele irre Leute auf einem Fleck. Und einer davon könnte unter Umständen ein Mörder sein. Warum so verschlossen? Das ist die gute Frage. Hier sollte niemand verschlossen sein. Way out in the middle of nowhere. No one knows who built it, but it's been there forever. Es ist natürlich immer recht wahrscheinlich, dass sich der Mörder getarnt unter den Leuten aufhält. Das ist dann, ja, das ist mal eine gute Strategie. Dann würde ich auch machen als Mörder. Ich der Mörder wäre. Dann würde ich jetzt nicht auffällig rumlaufen. Hey, I'm just a really good guesser. I was just putting pieces together. I don't really have any idea what you're talking about. Ich hab keine Ahnung. Not to be cynical, but I'm not sure. Sparkles wird sich daran erinnern. Das soll er tun. Nadine. Everyone? Hallo Leute, wir haben Hinweise gefunden. Wahrscheinlich eher nicht, aber... Oh nein, Sparkles. Oh. Sieht nach dem Ende für Sparkles aus. Niemand bewegt sich. Ruhig, alle Ruhe bewahren. Hier sind viele Fallen. Oh. Der weiße Kürbis. Der sucht nach den Flint and Steels und tötet jetzt alle, die eventuell Besitzer dieser Flint and Steels sein könnten. Schön, dass wir der Besitzer sind, sollten wir aber trotzdem niemandem verraten, weil sonst sind wir das nächste Opfer. Unter Umständen ist der Mörder, wie gesagt, hier unter den Leuten. Na toll. Das war unser Gastgeber. Und das würde langsam... Ja, unschön. Zwei schon sind schon tot. Mal sehen, wer als letztes lebt. Abgesehen von uns. Ich weiß ja, dass wir nicht der Mörder sind. Hoffe ich zumindest. Dass Ivor nicht schon wieder Schwachsinn anstellt. Okay. Was da? Oh, lass die Zombies bitte draußen. Die können wir jetzt nicht auch noch drinnen gebrauchen. Das wäre blöde, wenn wir die hier reinlassen. Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. Ziehen! Zack. Zu hier. Puh, wir haben schon genug Probleme hier. Winslow? Doomed.
Genau, und wir sind doomed. The House of Doom. Badam. Okay, but who then? Jesse? Ja, Hinweis oder was? Was? Er wurde gequetscht. Das heißt, der Typ, der Hausgast hier, der kontrolliert das schon. Der hat da so seine To-Do-List, seine Checklist. Was könnte er von uns wollen? Der will einfach alle ausschalten, die dieses Flintes, die haben könnten. Weißkörpers. Interessante Sache. Dieser Weißkörpers. Dann finden wir mal den weißen Kürbis. Alright, I'm gonna investigate that dining room. Cool. Investigate. Don't want them messing up the crimes. Der Minecraft Investigate Service. Doesn't seem safe to wander off alone. Von Jesse. Okay, people, clear out. This is a crime scene. It's a crime scene. Es wird abgesperrt und ermittelt. Weißer Kürbis. Wir können den Tatort untersuchen. Schön, schön. Ich bin ein wahrer Krimi-Fan. Glaubt das mir. Das ist richtig. Das macht mir richtig Freude. Das Ermitteln hier am Tatort. In dieser Episode. Da schlägt mein Krimi-Herz höher. Okay, so this was the dining table where we were all gathered together. Der Esstisch. Hier sind bestimmt irgendwelche Fallen. Ein Hebel, ein Knopf. Nein, kein Hebel. Das ist ein Knopf. Dann drücken wir den. Okay, let's give this a shot. Oh. Da saß jemand am Knopf. Halt, Moment, man kann von der Stelle aus, von dem Sitz aus, den Knopf betätigen für die Falle. Okay. Und alles andere läuft automatisch. Nur aus der Box. Nicht technisch. Aber wer saß an dieser Stelle? Da hat doch jemand den Knopf gedrückt. Jemand war ganz in der Nähe und hat dort die Möglichkeit gehabt, das zu drücken, um uns abzulenken. Ja, kamen andere Sachen. Und einer der Mitglieder hier im Raum, das war der Mörder, weil er hat auf den... Der Mörder war im Raum. Der hat dort am Tisch auf den Knopf gedrückt. Der war die ganze Zeit unter uns. Der ist nicht back. Einer von euch ist ein Mörder. Ja. Der weiße Kürbis saß mit uns an einem Tisch. Der Mörder saß an diesem Tisch. Das ist richtig. Und er ist einer von euch. Yep, das will ich sagen. Und ich bin's nicht. Finden wir heraus, wer von euch ein Mörder ist. Weil ich vertraue dem Ohren des Schweines und dem neuen Ohren des Steins. Ich weiß, dass Lucas und Petra und Ivor, naja, obwohl Ivor, dem würde ich es vielleicht schon fast zutrauen, aber er war es auch nicht. Das war einer von euch komischen Leuten hier. Hinweise suchen. Wir brauchen Hinweise und Beweise. Um den Täter dingfest zu machen. Setzdom, ja. Der kann mit Setzdom umgehen. Sehr ins Technik hier. Lucas ist auf keinen Fall. Immer schön ruhig bleiben. Wir werden das Ganze schon auflösen.
kriegen das hin. Der Täter wird schon. Der wird sich schon zu zeigen gegeben. Den wird schon irgendwann. Den kriegen wir schon. Ich habe Fragen. Viele Fragen. Lizzie, Dan oder Stampy? Wen befragen wir als erstes? Stampy, der hat schon so einen Namen. Ist nicht an den Namen diskriminieren, aber der sieht so unschuldig aus. Stampy Cat hier mit diesem orangenen Plüsch-Outfit. Harmlose und unauffällige Leute können unter Umständen schon Mörder sein. Ich würde mir auch einen Katzenanzug anziehen, wenn ich der Mörder wäre. Ich würde nicht wie ein Mörder aussehen wollen. Setz dich, wir reden. Du siehst nicht wie ein Mörder aus, aber vielleicht ist das gerade das, worum es geht. Mr. Stampy ist vielleicht ein Mörder. Du wirkst nervös, mein Lieber. Jetzt geht's ins Verhör. Ich möchte wissen, ob du zwei Leute heute schon getötet hast. Wie gut kommst du mit Redstone zurecht? Kennst du dich da aus? Okay. Meinst du? Das könnte der Mutter auch von sich meinen. Wer hat den Feuerstein und Stahl genommen? Nicht weißt du das? Ist uns verloren gegangen oder was? Okay. Dick drückte Pfeil, hast du dazu was zu sagen? Gift. Was ist das? Ja, noch nie gesehen. Vielleicht hast du es aber doch schon mal irgendwo gesehen. Wer ist gut mit Tränken? Hab jetzt gerade nicht aufgepasst. Wer war's? Mist, ich hätte aufpassen sollen. Da ist jemand Tränkemeister. Und wir brauchen einen Redstone-Experten. Redstone ist hier wirklich das Beste. Lizzie. Wir müssen mal mit Lizzie reden. Die kam mir eh schon wirklich vor. Die ist dran. Und Lizzie. Jesse, listen. Wirst du mal reden. I don't know what people have told you. I don't know what you believe. But I'll just admit it. I want my enchanted flint and steel as much as anyone. Probably more than any of them. I've been searching for it for years. Do you know how much it's stolen? Ja, kann schon gut sein. Und sagst, du hättest ihn gefunden. Well, I as good as found it. I did the research, I did the studying. I was all prepared to go in there and finally get it, when that little goggle-wearing goon swept in and stole it first. Listen, I just want to get out of here and get on with my day. What do you have to hear to be convinced that the white pumpkin isn't me? Du willst beweisen, dass du nicht der weiße Kürbis bist. Dann sag mir mal, kennst du dich mit getränkten Giftpfeilen aus? Hast du sowas schon mal gesehen? Ein Noob, also er kennt sich mit Redstone aus, aber nicht mit Gift. Okay. Meinst du, also, bist du gut darin, Fallen zu stellen? Wie sieht es denn damit aus? Redstone, Geschick und so weiter.
always way better than I was, though. Ja, natürlich würde ich das jetzt als Mörder nicht zugeben, wenn ich gut in Gefallen bauen wäre. Das ist natürlich auch doof. Ah, Dan ist jetzt vielleicht... Ah, okay. Hast du den Feuerstein um den Stahl von den Stil genommen? If I had an enchanted flint and steel, I'd be off exploring some other world with it. Between you and me, though, I think Dan's whole story about it being stolen from him is a little trash. Dan. Das ist jetzt Dan, sei schuld. Da müssen wir mal mit Dan reden. Ready for Dan? Yeah, send him in. Mit dem reden wir jetzt auch nochmal. Ich hätte bisher wirklich den Typen im Katzenkostüm, den doch so unschuldig und noch unbefleckten, naiven Typen hier doch für schuldig. Den hält jetzt für am schuldigsten. Der sieht mir zu harmlos aus. Jetzt willst du Rache. Wir müssen aber hier alle anhören, bevor wir hier noch den Falschen beschuldigen und verurteilen. Weil durch die falschen Verurteilungen kommen wir auch nicht weiter. Kommen wir auch nicht an den wahren Mörder. Zeig den Fall. Sowas schon mal gesehen. Ja, auf jeden Fall hast du es noch nie gesehen. Das können alle sagen. Ja, Lizzie kann besser trinken gehen. Ja, ich weiß, Lizzie ist gut im Trinken. Wie sieht's aus mit Redstone? Es wurde schon von zwei gesagt, dass die ein Trinken gut ist. Aber Lizzie meint, sie ist nicht gut mit Trinken. Ja, das ist vielleicht schon die erste... Das ist der erste Hinweis. Und wer hat den Feuerstein gestohlen und den Stein? Die eine, also zwei behaupten, dass sie gut in... Ja, ist Lizzie der weiße Kürbis? Was hältst du davon? Ich meine, sie sagt, sie kann nicht mehr trinken gehen, aber... Zwei bitte meinen Sie, sei es. Könnte damit umgehen. Ja. Ich halte es schon mal für wahrscheinlich. Ich würde jetzt mal die Liste verdichten. Müssen wir Lucas verhören. Ach ja, Lucas. Es wäre Lucas hier schuld. Point more fingers and blame more people, I'm sure. I didn't push the button, you know. I figured. Thanks, though. How's it been going in here? Lucas, ich vertraue dir doch. Die sind alle schuldig. Die sind alle, ja. Aber ich glaube, ja, die Dame hier, die Lizzie, die wirkt mir schon irgendwie. Obwohl ich auch gern den Katzenjungen hier verdächtigen würde, weil... Du siehst sehr harmlos aus. Zu harmlos. So? Have you decided? Yes. Who do you think the white pumpkin really is? Hang on. Ja, Lucas ist schon nicht. I want to thank everyone for answering my questions. There's still not a hundred. Ja, danke, dass ihr die Fragen beantwortet habt. Yes. Where are your suspicions leading, Jesse? In welche Richtung geht dein Verdacht? Ach so, ich hätte schon Verdachte äußern. Auch. Nach den Fragen jetzt hier. Die Beweise belassen Lizzie. Ja, auch schon. Ja, ich würde schon sagen, die wirkt mir jetzt am zwielichtigsten. Was hast du dazu zu sagen? Ach nein, Leute, noch nicht einsperren hier. Wir haben hier so gar keine Beweise. Das ist nur eine Vermutung, Leute. Hier noch niemanden den Link festmachen. Nein. Obwohl, wenn wir sie festhalten,
und sie eventuell ein Täter ist. Und wenn sie der Täter ist und festgehalten wird, dann sind wir ja jetzt hier in Sicherheit. Der weiße Kürbis hat zugesehen, auf jeden Fall. Der ist immer mit dabei. Ja, stimmt, der hat auch den ersten Fall mit angesehen, der hat auch Talk Dogs tot mit gesehen. Auch in der Küche. Also kommt der liebe Captain Sparkles auch in Frage. Der war seit Anfang an dabei. Aber der ist jetzt tot, der kann es nicht gewesen sein. Tote Leute morgen nicht. Und seien sie werden zu Zombies. So, wir sollten den Ort sichern. Auf jeden Fall. Ein Gemälde von einem Creeper. Auf jeden Fall. Wir sollten alle eventuelle Fallen und Schalter irgendwie mal kontrollieren. Augenhöhen. Warte. Von dort aus kann man beobachten. In der Küche sind wir also zurück. Okay. Ofen. Nee, Öfen. Mehrzahl von Ofen. Mehrere von Fronten. Eine Decke ist was? Pfeilpfanne. Okay. Da sind Pfeile rausgekommen. Und Redstone lässt sich da was machen. Duftgetränkte Pfeile. Ja, der Arme. Der Erste, der gestorben ist. Eine Saugfalle für die Inventarsachen. Dann gehen wir mal weg unter dem Giftpfeilregen hier. Okay, noch die irgendwelche Sachen, die man anschauen könnte. Das Gemälde. Schlagen. Ja, da kann jemand hintergestanden haben und geguckt haben. Zack. Schauen wir mal, was dahinter ist. Oh, ein Hebel. Nicht schlecht. Ein Geheimgänger. Geheimgänge sind immer schön. What does the lever does? Ziehen wir den Hebel. Passt auf. Alle unter dem Dingens weg, weil wir wollen jetzt nicht noch tote Ordensmitglieder haben. Ah. Auslöser für den Feierregen. Jemand stand dort hinter dem Plakat und hat dadurch geguckt und hat den Hebel betätigt. Geheimlinge-Untersuchung. Auf geht's. Ich will als letztes gehen. Das hat ein bisschen Schiss. Könnte das sein. Mal sehen, wohin der Geheimgang führt. Wo der uns hinleitet. Es sei denn, Lizzie gewonnen. Ja, Lizzie halte ich immer noch für sehr, sehr schuldig. Obwohl der Katzenjunge, ihr wisst Bescheid, den halte ich für schuldig. Aber Lizzie, ein weiteres Plakat. Ein Poster, durch das man gucken kann. Nein, 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 nicht betätigen. Stopp, Ivor. Keine Hebel betätigen hier. Es können alles Fallen sein. Gut, dass du es nicht vorhattest. Ja, ich halte dich doch für ziemlich trottelig. Ich erinnere nur an dein Lava-Haus. An die Lava-Konstruktion da vor dem Dings. Schauen wir mal durch. Na, was sehen wir denn da? Mit einem Wandbild. Oh, der Hase. Das ist doch der Essensraum hier. Ah, die Bibliothek, kein Essensraum. Aha, und Lizzie. Sie wird dort gefangen gehalten. Sie müsste uns doch sehen, oder? Lizzie ist in der Bibliothek. Das heißt, wenn jetzt ein Mord passiert, war es Lizzie schon mal nicht.
weil wir sehen sie hier in der Bibliothek. Hey, I have to speak to you. Dan, what? Okay, Dan. Was macht denn der hier? Er hat sich an Lucas vorbeigeschlichen. Das ist sehr verdächtig. Was? Wie ist gegen den Knopf gekommen oder was? Er hat einen Knopf gesehen und hat ihn gedrückt. I know, it sounds ridiculous. I've been beating myself up about it ever since it happened. And then you got locked up in here, I just had to come in and clear my conscience. Sprich mir doch schon. Was? Moment, warte. Halt. Wir sind der im Hasen, aber da ist noch jemand anders. Hinter einem anderen Gemälde. Das heißt, Lizzie ist entlastet. Die haben wir gesehen. Und der Dan ist auch entlastet. Zack, raus hier. Hinter einem anderen Gemälde. Da, der Täter. Seine zwei Augen. Uh-oh. Lass uns nicht ablenken lassen. Nein. Nicht ablenken lassen. Was? Nein, lass dich nicht ablenken. Ab zu dem, durchs Gemälde, durchs Bild. Was machst du denn? Die Spinnen sollen dich nicht abhalten. Ab zum Gemälde. Fassen wir den Mörder. Der Mörder. Gemälde. Kämpfen. Zack. Weißer Pumpkin. White Pumpkin. Weißer Kürbis. Wir haben eine weitere Tote. Nein. Weißer Kürbis. Nimm deine Maske ab. Ah. Zack. Ich will heute nicht mehr sterben. Zack. Mist. Zack. So, nimm die Maske ab. Weißer Kürbis. Du bist umringt. Na. Haut ab. Hinterher. Oh, Mann, wir sind gefangen. Nein. Oh, Mist. Wir müssen kurz mal den Part beenden. Glaube ich, nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin. Man sieht sich.